Moin, moin und herzlich willkommen zu zu dem okay, erstmal, ich bin Lasse, ich bin Dengoku Senpais neuer Assistent. Da er ja jetzt 1000 Abonnenten erreicht hat, braucht er auch einen Assistenten. Wisst ihr auch warum? Weil er geil ist. Nein, mal ohne Scheiß. Dengoku Senpai 1000 Abonnenten erreicht und er bedankt sich bei euch allen für euren Support und eure tollen Kommentare, euren Spaß einfach daran, seine Videos zu schauen, wenn er sich selbst zum Affen macht und mich Lasse seine Drecksarbeit machen lässt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Dengoku Senpai ist gerade nicht zugegen, wie ihr ja schon seht. Deswegen bin ich ja hier. Und ja, das sollen mal kurze Informationen sein für euch. Natürlich nur für euch. Denn es geht immer nur um euch. Ja, ihr seid YouTube. Ja. Okay. Es gibt ein Special für die 1000 Abonnentengrenze. Aber es ist noch nicht fertig. Dengoku Senpai ist momentan sau beschäftigt durch den Alltag. Viele wissen ja schon, was bei ihnen so los ist. Andere wiederum nicht, aber das ist nicht so schlimm. Macht euch keine Sorgen, ihr bekommt eure täglichen Videos. Daran soll es nicht mangeln. Und ja, verlasst euch einfach drauf. Auf jeden Fall wird es ein Special geben. Der Senpai ist schon mächtig am Schneiden und Schnibbeln an Videos und so. Und ja, er bereitet einiges vor. Oder ein Video für euch. Er weiß noch nicht, wie lange das sein wird. Es wird wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Woher soll ich das so wissen? Ich bin ja nicht Senpai. Er wird auf jeden Fall rechtzeitig das Video noch hochladen. Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ja, vielleicht. Ja, doch. Das wird dieses Jahr noch funktionieren. Er wird sich dann am Wochenende mal dran setzen und euch das Video schneiden. Juhu! Ja, ich sollte auch vernünftig hier meinen Mund bewegen. Das ist nämlich eine Bauchrednerpuppe. Nein, das ist eine Living Puppet. Ich bin eine Living Puppet. Lasse, ist echt klasse. Oh mein Gott! Ja. Egal, komm, Lasse, verpiss dich mal. Das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert jetzt mit der Puppe. So, eben mal die Kamera gerade machen. Ihr wollt ja euren Senpai. So, wie gesagt, nochmal Dankeschön an euch alle. Ihr seid super geil. Es wird ein Special geben. Ich weiß noch nicht wann. Vielleicht Ende nächster Woche, vielleicht übernächste Woche. Vielleicht erst im Dezember. Da müsst ihr mir echt vergeben. Ich habe momentan echt so viel um die Ohren. Das ist echt zu hart. Tagesablauf, sagen wir es mal so, fängt um 5 Uhr morgens an, endet abends um 8. Dann mache ich vielleicht noch ein, zwei Online-Battles und das war es auch. Sogar die Sonntage, wo ich aufnehme, hatte ich momentan keine Zeit, weil ich tausend andere Sachen zu tun hatte. Aber okay, ich habe noch genug Aufnahmen. Ich glaube, so circa 25 bis 30 Stunden Videomaterial. Was wird auf euch noch zukommen? Das würde ich jetzt. Nee, fangen wir erstmal so an. Ab nächste Woche kommt ja, wie heißt hier, Pac-Man Alpha Sapphire raus. Wird natürlich bei mir als Wetlock Challenge gespielt. Ihr habt immer noch keine Regeln gesagt, die ihr gerne wollt. Ihr habt aber abgestimmt, dass ihr gerne Hydropi haben wollt als Starter. Werdet ihr natürlich kriegen. Spitznamen könnt ihr mir gerne eure Namen geben, wer möchte. Das schreibe ich mir dann auf und gebe die dann. Und ja, es wird der Part aber frühestens 20 Uhr sein, rauskommen, denn ich muss vorher noch bis 4 arbeiten, dann noch zum Weihnachtsbasteln mit meinem Sohnemann und dann irgendwann zu Hause und dann, ja. Es wird 20 Uhr werden, wenn dann 21 Uhr. Auf jeden Fall werdet ihr am selben Tag noch ein Wetlock-Part kriegen. Alles ist vorbereitet dafür und ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. So viel dazu. Wetlock Challenge. Eure Regeln. Ihr müsst natürlich, wenn ihr Bock habt, auch mal Regeln erfinden für mich. Ja, hier seht ihr gerade den Puffer für meinen Mic. Ihr könnt euch gerne Regeln ausdenken, die in die Kommentare schreiben oder mir per PN schicken, wie ihr gerne möchtet, oder über Skype. Dann schreibe ich mir die Regeln auf und werde die dann mit berücksichtigen, wenn wir die Wetlock starten. Es wird auf jeden Fall jeden Tag, also jeden Tag ein Pokémon Alpha Sapphire Part rauskommen. Dafür werden die anderen Projekte alle 2 Tage, 3 Tage mal kommen. Heißt, es wird immer Pokémon Alpha Sapphire plus ein anderes Video.
Final Fantasy werde ich, glaube ich, beide dann an einem Tag hochladen, sodass Pokémon und Digimon immer regelmäßig kommen. Wo wir gerade dabei sind, Digimon. Alle Voraufnahmen, die ich gemacht habe bis jetzt, die letzten Male mit dem DTM and F1, sind weg. Also, nein, nicht weg in Form von alle gelöscht, sondern sind alle schon hochgeladen. Deswegen habt ihr jetzt auch noch kein Part wieder davon gekriegt. Heute sollte eigentlich der nächste kommen. Ich habe noch nichts aufgenommen wieder davon. Ich muss wieder ran. Ich werde mich Sonntag ransetzen und ein bisschen aufnehmen. Also Digimon aufnehmen definitiv, wenn ich schaffe. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Der DTM and F1 wird irgendwann auch nochmal wieder dabei sein. Ich weiß noch nicht wann. Ja, schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall werdet ihr Digimon nicht missen müssen. Sonntag nehme ich auf und ich hoffe, dass ich es dann bis Freitag bearbeitet habe, dass ihr dann spätestens Freitag euren Digimon Adventure Part kriegt, damit es da auch weitergeht. Ich habe echt so viel voraufgenommen gehabt, da ich gedacht, das reicht Ewigkeiten und dann keine Zeit. Mit 3 Wochen habe ich jetzt schon nicht mehr aufgenommen, was echt krass ist. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. So, ein anderes Together habe ich versucht aufzunehmen mit Superbrot und Ironclaw IP, und zwar Borderlands Pre-Sequel. Total witzig, was die beiden geschnackt haben, was wir geschnackt haben, das ist super geil gewesen, aber jede Aufnahme war irgendwie kaputt. Das Ingame-Spiel, also meine HDP VR, hat nämlich gleichzeitig meine Stimme, die Stimme von den beiden aufgenommen. Da ist das schon im Spiel mit drin gewesen, aber total zerfetzt, weil die HDP VR übersteuert ganz, ganz schnell, wie wir ja wissen. Das kennt ihr noch von meinen alten Dragon Ball Parts und sowas. Ich glaube, Dragon Ball, egal. Auf jeden Fall hat die sehr übersteuert. Und ja, das ist halt kacke. Und dann habe ich auch noch eine Audiospur verloren. Und die ist jenes und welches. Ich glaube, wir haben schon 3-4 Stunden aufgenommen gehabt. Oder vielleicht sogar schon 5. Aber alles putt. Bei Superbrot genau dasselbe Problem. Alles viel asynchron geworden, sagte er. Und deswegen haben wir gesagt, spielen Pre-Sequel lieber offscreen zusammen zu Ende. Und machen dafür ein anderes Together. Welches das sein wird, das müssen wir noch entscheiden. Da sind wir momentan in einer Entscheidungsphase. Ja, es wird sehr viel noch mit Superbrot passieren. Wir sind ja auch hier so ein Dreamteam. Und ich freue mich auch, dass der Ironclaw mit dabei sein wird. Ihr kennt Ironclaw bestimmt noch. So viel dazu. Dann habe ich Alpha Sapphire abgehakt und Digimon Adventure. Was fehlt jetzt noch? Genau, was kommt noch auf euch zu? Alien Isolation habe ich angefangen zuletzt so aufzunehmen. Das Spiel ist echt krass. Die erste Stunde, glaube ich, passiert so gut wie gar nichts oder anderthalb Stunden. Die habe ich dann aber auch in halbe Stunde Parts gemacht. So, Moment, lass mich eben überlegen, wie war das noch? Die erste Stunde oder die erste halbe Stunde? Ja, das ist halt Tutorial, normal, ne? Ab dem Zeitpunkt, wenn das Vieh auftaucht, ist das so grauenhaft, das ist so eklig, das ist so abartig. Ich bin da echt, also so Panik, Augen die ganze Zeit so aufgerissen, gucke nie, lasst euch einfach überraschen, das wird super cool. Also das kommt auf euch zu auf jeden Fall. Das Special wird gemacht von mir am Wochenende, entweder dieses oder nächstes Wochenende werde ich das dann, also Video, ich mache momentan ganz viel mit Videos, so schnibbel die Schnappe und schnupp so. Ist halt die Frage, wann ich damit fertig bin, weil es echt sau viel Videoschneiderarbeit ist. Ich hoffe natürlich, es wird euch auch gefallen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Habt ein wenig Geduld. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich die 1000er-Grenze gesprengt habe. Ja, damit hätte ich niemals im Leben gerechnet, weil, ja, egal. Dafür, dass andere gesagt haben, dass ich eigentlich schon vor 2 Jahren wieder aufgehört haben sollte. Egal. Tja, was gibt es sonst noch zu erzählen? So an Informationen für euch. Ey, wir sind schon wieder bei fast 9 Minuten. Ich bin nur am Quatschen hier. Was gibt es sonst für Infos? Lass mich eben kurz überlegen. Das dauert einen Augenblick bei mir. Das dauert immer ein bisschen länger, wisst ihr. Blaze Black brauche ich nicht zu erzählen. Blaze Black 2. Was habe ich noch? Ich habe momentan so viele Projekte. Ihr müsst mal bedenken. Andere Let's Player haben 2 Projekte. Ein Haupt- und ein Nebenprojekt. Und ich habe Final Fantasy 13, Final Fantasy 10, Pokémon Blaze Black 2. Ich habe, was war es noch? Digimon Adventure, dann zwischendurch mal Let's Duel. Oh, Let's Duel, Leute. Das kann ich nochmal eben ansprechen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, viel mehr für Yu-Gi-Oh! Aufzunehmen, aber motivationstechnisch ist das momentan so für den Arsch, ohne Scheiß. Es gab lange nicht mehr solche Momente, dass ich gedacht habe, ich habe im Moment gar keine Lust zu spielen, weil ich halt auch so viel zu tun habe und so. Und das ist echt hart, dass mein Lieblingsspiel jetzt so. Ja, ich will auch nicht aufnehmen, die Parts aufnehmen und dann immer so gezwungen irgendwas. Ich habe auch schon was aufgenommen von euren Decks. Ich habe jetzt 2 Decks geschickt bekommen. Ja, das waren 2.
oder eins. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das habe ich auch schon lange hochgeladen. Aber im Moment habe ich keine Zeit zum Yu-Gi-Oh! Aufnehmen. Und verzeiht mir das bitte, wenn ihr mich abonniert habt, nur wegen den Yu-Gi-Oh! Videos. Wegen der Yu-Gi-Oh! Videos. Dann müsst ihr euch gedulden, bis ja, ich wieder Motivation und Zeit dafür habe. Und natürlich auch, der größte Knackpunkt ist einfach, dass das Game immer abgefuckter wird. Also, ich habe mit dem GF da ganz viel drüber geschnackt, weil der hat ja echt einen Plan vom Spiel, das wisst ihr ja alle. Und meine Monarchen zum Beispiel, die haben einfach keine Chance mehr auf dem aktuellen Markt. Es gibt immer wieder Support für alle anderen Decks und auch Bomben-Support, dass die Meta-Decks immer besser werden. Es kommen Strukturdecks raus, die gleich Tier Zero sind, und das ist unglaublich, was da gemacht wird. Aber warum die alten Decks so vernachlässigt werden, finde ich echt scheiße. Also das ist echt so eine Sache, da würde ich sagen, ihr seid alles Bastarde von Konami. Nein, würde ich niemals, also die sind keine Bastarde, die versuchen ja das Spiel voranzubringen, dass es auch aktuell, also auch interessant bleibt für die meisten. Aber ich zum Beispiel spiele gerne meine Monarchen, weil das ist ein Archetyp, den finde ich cool. Und der ist auch nicht so OP wie alles andere, sondern man kann damit richtig Spaß haben und hat eigentlich auch viele Variationen. Auch Harpien spiele ich im Moment gerne, aber auch die sind momentan nicht mehr so stark. Das wisst ihr ja alle, die von Yu-Gi-Oh! Ahnung haben. Aber dann kommen halt diese Meta-Decks, die dann sofort Mega-Support kriegen und noch mehr Support und noch mehr Support. Ich meine, der GF hat letztens ein ein Regionalturnier gewonnen. Hat dafür sogar eine Playmate gekriegt. Respekt an den nochmal, Glückwunsch dazu. Und der hat nur eine neue Karte als Support gekriegt und die hat gleich so eingeschlagen bei ihm. Allerdings, was sagte er, das ist hilft ihm aber auch nicht auf Dauer, weil die alten Decks kann er damit besiegen, aber jetzt diese neuen Dinger, das wird schon wieder ein Ding von, ja, ich breche mir mal eben das Genick. Ja, so wird das laufen. Die nächste deutsche Meisterschaft ist halt fragwürdig, ob ich oder wir da hingehen. Mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Es ist natürlich mein Ritual eigentlich, jedes Jahr zu der Meisterschaft jetzt zu gehen, seitdem ich damit angefangen habe. Aber es ist halt schwierig. Ich muss erstmal gucken, wo es ist, wenn es jetzt in München ist und so. Und wenn das Datum auf ein anderes Datum fällt, was gerade gar nicht passt. Ja, ich werde ja nochmal Papa. Ich sag's jetzt einfach mal so. Und das zweite Mal, ein Mädchen bekommen wir. Und wenn es da in dem Zeitraum ist oder ziemlich nah dran, dann wird es nicht gehen. Und deswegen von daher, muss ich gucken, ob ich das wieder mache. Und wenn ich wieder hinfahren sollte, gibt es natürlich wieder ein Let's Duel, Dengokus Weg zur deutschen Meisterschaft. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich mein Deck entwickelt, ob ich überhaupt mit den Monarchen dieses Mal antrete oder eher mit den Harpien oder sonst irgendwas. Ich habe ja mehrere Decks hier. Und dann gucke ich einfach mal, worauf ich mehr Bock habe. So, dementsprechend nochmal fettes Sorry an euch alle, an die Yu-Gi-Oh!-Fans, wenn ihr mich nur deswegen abonniert habt. Ihr müsst echt Geduld haben im Moment, weil es ist echt hart, also schwierig, wie ihr wisst. So, Yu-Gi-Oh! Können wir gleich bei bleiben, Tradebinder, Abgefacke von Abonnenten, die ständig fragen, von wegen, was ist jetzt und so und keine Ahnung. Ja, im Moment geht es schleppend voran mit dem Tradebinder. Ich habe auch, wie viele Trades waren das? Seit dem letzten Update habe ich einen Trade, einen reellen gehabt, und der Tao hat mir 3 Karten geschickt. Also nochmal danke, Tao Ren 900 Olli, für die 3 Karten. Ich werde sie im Herzen bewahren und natürlich auch in die Decks packen. Voll cool von dir, dass du mir die geschickt hast. Wäre aber eigentlich nicht nötig gewesen. Ich hoffe, das weißt du. Und er hat sie mir geschickt als Dankeschön dafür, was ich alles tue, so für YouTube, für meine Abonnenten. Ist kein Aufruf jetzt, dass ihr mir was schicken sollt. Ihr kriegt meine Adresse auch nicht. Ich mache ja kein Dengoku packt aus oder so. Oh! Was muss ich noch erzählen? Als Information weitergeben. So. Ich habe eine Zahnspange. Kann man das sehen? Ich glaube, das wisst ihr aber alle schon. Ja, ich bin sehr kaputt im Moment, also saumüde, ist aber nicht verwunderlich, und ja, wir haben bald Weihnachten, genau, das ist ein gutes Thema, Adventskalender. Ich habe das mal ein Jahr gemacht, dass ich einen Adventskalender gemacht habe für meine Abonnenten, und da habe ich jeden Tag eine Geschichte vorgelesen, einen Tag davor aufgenommen und dann hochgeladen am nächsten Tag. Und zwar 24 Geschichten waren das mit Weihnachtsmusik im Hintergrund, um schön die Weihnachtsstimmung hochzuhalten. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne als Adventskalender haben möchtet, könnt ihr das gerne sagen.
oder in die Kommentare schreiben. Ich reagiere da natürlich, reagiere grundsätzlich auf jeden Kommentar, wenn da auch irgendeine Frage steht oder so. Ansonsten, wenn das so allgemeine Kommentare sind, dafür nochmal an dich, Andi. Deine Kommentare sind so bombastisch, der schreibt immer solche Megatexte und da weiß man nie, was man dazu sagen soll. Also ich bin bei 15 Minuten, what the fuck. Ja. Ich antworte auf jeden Kommentar normalerweise, eigentlich immer. So, Punkt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich antworte immer. Ich habe gerade den Faden verloren. Wo war ich? Genau. Und da könnt ihr gerne sagen, was ihr gerne als Adventskalender haben wollt. Ob ihr auch ein Weihnachtsgeschenk haben wollt. Da könnt ihr auch überlegen, was ihr da gerne möchtet. Irgendwelche speziellen Projekte oder wie habe ich das ein Jahr gemacht? Die Leute haben sich ein Spiel gewünscht, was ich dann kurz angespielt habe oder sowas. Das überlegt, also macht mal einen Wunschzettel einfach in die Kommentare so. Ich wünsche mir bla 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 bla. Und als Adventskalender, tü-nü-nü-nü. Und wenn ihr nur einen Adventskalender-Idee habt, wenn ihr das mit den Geschichten geil findet, so eine Weihnachtsgeschichte mit Weihnachtsmusik im Hintergrund, mache ich das natürlich auch gerne. Wieder. Weil ich hatte da auch sehr viel Spaß mit und hatte auch sehr die Weihnachtsstimmung anheben können. So, Punkt. So viel dazu. Special habe ich jetzt, habe ich ja auch schon lange durch. Oh, ich kann es immer noch nicht glauben. 1000 Abonnenten, ey, unglaublich. Dass ich mal an diesen Punkt komme. Na dann, nein, ich will jetzt nicht so viel darüber reden, dazu komme ich halt noch. Was gibt's noch? Ich schaue mal kurz um. Online-Battles! Pokémon Online-Battles! Genau, das darf ich nicht vergessen. Ich glaube, die meisten haben jetzt schon wieder abgeschaltet. Ich habe Spaß mit den Online-Battles. Woran ich keinen Spaß habe, ist, wenn meine Gegner alle mit Overused oder Overused-Teams kommen. Denn ihr wisst, ich benutze meine Turtles. Ich habe kein Overused-Team. Ich habe ein, zwei Stück oder drei vielleicht, sogar maximal drei, die Overused sind. Ansonsten habe ich alles Pokémon, die eigentlich nur rein aus Fun sind. Ihr könnt gern mit Fun-Teams antreten, aber kommt dann nicht alle mit den Overused-Teams, denn da habe ich, also klar, in dem Moment macht es Spaß, aber wenn man dann richtig abgefuckt wird und eigentlich gar keine Chance hat gegen die Viecher, dann macht das sowas von keinen Spaß und das nimmt einen echt die Laune. Also Leute, überlegt euch vernünftige Teams. Also vernünftige Teams, das ist genauso wie mit Yu-Gi-Oh! Ich sagte irgendwann mal, ihr könnt gern gegen mich zocken mit Fun-Decks und dann kamen die Leute alle mit den Super-Meta-Decks und da hat man dann keine Chance gegen und das macht auch keinen Spaß. Und man kann mir auch nicht erzählen, dass man Spaß mit so extremen Decks hat. Also ich habe Spaß an etwas, wenn ich es selber zusammengestellt habe. So, das ist meine Meinung und das ist auch meine Einstellung. Punkt. Ja. Und wenn ich dann irgendwelche geklauten Dinger nehme, klar, ich gucke auch bei den Pokémon nach, wenn ich mir die züchte, wie man die am besten spielen kann. Aber es sind immer noch Pokémon, die ich mir selber ausgesucht habe. So, ne? Zum Beispiel das Turtle-Team. Ein Schildkröten-Team habe ich noch nie bei irgendjemandem gesehen. Und das habe nur ich im Moment, glaube ich. Ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt bestimmt Leute, die das auch machen, aber ich habe mich nur damit auf YouTube gesehen, zum Beispiel. Wenn ihr irgendjemand anderen habt, der auch sowas gemacht hat mit dem Turtle-Team, dann zeigt mir das mal. Packt einen Link in die Beschreibung, wenn das nicht funktioniert. In die Beschreibung vor allem, in die Kommentare. Wenn das nicht funktioniert, schickt mir den per PN. Ich gucke mir das gerne an, das würde ich auch gerne mal sehen, wie andere damit spielen. So, was gibt's sonst noch zu erzählen? Pokémon, ja, kommt mal mit vernünftigen Teams. Und nicht mit Overused, weil Overused habe ich keine Chance gegen, leider, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin auch nicht so, dass ich auf Overused-Turnieren oder sowas mitmachen würde. Ein Abonnent hat mir ein Shining Gengar geschickt. Ich hab das jetzt nicht hier, weil ich hatte keine Zeit, irgendwie an dem Tag zu GameStop zu gehen. Ich habe das noch gar nicht eingelöst. Ich hoffe, das geht noch. Oh, oh. Und da hat er mir das, hat er sich eins besorgt und mir dann geschickt. Voll nett von dir. Ich glaube, das war sogar Kimari. Danke. Kimari war auch in, so geil, ein Abonnent, Kimari, absolut Bombe, der schreibt auch unter fast jedes Video einen Kommentar, unser Statistiker ist das, super Bruder meiner. Ja, der war in Frankreich und hat mir aus Frankreich eine Postkarte geschickt, voll cool, sowas fand ich, ich finde sowas total geil. Ey, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten, Leute. Ich schnack schon wieder zu viel. Ich wollte gar nicht so viel reden. So, das wär's bis hierhin. Alle Informationen sind preisgegeben zum Special und allem drum und dran. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Freut euch auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf die nächsten von euch, auf die nächsten Abonnenten, kann man das so sagen? Nein, das klingt doof. Ich bin nicht abonnentengeil oder sowas. Denkt das bloß nicht. Worauf freue ich mich denn? Ich freue mich auf die nächsten Projekte, auf jeden Fall. Und auf die nächsten Togethers. Ich freue mich auch so viel. Und das ist alles eigentlich Sache, die ich im Special-Video sagen muss. Ich hoffe natürlich, ihr habt weiterhin Spaß mit meinen Videos. Schaut doch auch mal bei den Videos vorbei, die ihr sonst nicht guckt. Vielleicht gefällt euch das ja auch.
nicht jetzt wegen Views, sondern das sind echt geile Spiele und die muss man einfach gesehen haben. Final Fantasy X zum Beispiel ist ein Hammerspiel. Final Fantasy XIII hat auch eine super geile Story, man vergisst das einfach nur schnell. Schaut einfach mal rein. Vielleicht findet ihr ein neues Lieblingsspiel dabei. Das ist ja auch halt der Sinn eines Let's Players, den Leuten Spiele darzustellen, die sie vorher noch nicht kannten und sie auch schmackhaft zu machen mit der... und so. Na egal. Ja, genug Werbung für heute. Ja, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Special und so. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play, Let's Duel, Let's Fight, Let's Motherfucking Special Awesome Dengoku Senpai auf eurem Bildschirm jeden Tag. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.